Es begann mit einem Mord in Limehouse. Jenem Viertel von London, in dem der gewaltsame Tod eines Matrosen nichts Ungewöhnliches war. Der Fall wurde zunächst routinemäßig untersucht, ohne große Hoffnung auf Erfolg. Aber dann geschah der zweite Mord. So kaltblütig und brutal, dass das Gerücht von einem zweiten Jack the Ripper umging. Baker Street 221B. Ah, guten Morgen, Holmes. Guten Morgen, Lestrade. Sie kommen im richtigen Moment für eine Tasse Tee. Sehr freundlich. Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen, Dr. Watson. Wie ich immer sage, die zweite Tasse Tee am Morgen ist besser als die erste Tasse. Erzählen Sie uns von Ihrem Fall. Was für ein Fall? Nun, weswegen Sie herkommen. Holmes hat einen köstlichen Humor. Ja, das ist wohl wahr. Jedenfalls manchmal. Die Verbrechensquote in London geht zurück. Bewiesenermaßen. Aber ja. Orangenmarmelade? Die schmeckt Ihnen nicht. Versuchen Sie Erdbeere. Von Erdbeeren bekomme ich Hautjucken. Ob ich wohl Ihre ärztliche Meinung in einer bestimmten Sache einholen dürfte? Gewiss doch. Können Sie mir sagen, was das ist? Eine Hühnerklaue mit einem Bändchen drum. Genau so habe ich auch geurteilt. Ich bin froh, dass Sie mir das bestätigen. Und wo ist Nummer zwei? Die zweite Klaue? Nein, der zweite Ermordete. Woher wissen Sie, dass zwei Morde geschehen sind? Ein Ermordeter und eine Hühnerklaue sind zwar ein seltenes Kuriosum. Zwei Ermordete und zwei Hühnerklauen sind schon ein Mysterium. Und Sie versuchen, das zu ergründen. Also gut, Holmes. Gestern Nacht wurde der erste Offizier eines Handelsschiffes, nämlich der Gloria North, erstochen. Erstochen auf der Straße vor einem Wirtshaus. Und diese Hühnerklaue mit dem Band, die hatte ihm offenbar jemand in die Tasche gesteckt. Wie heißt der Ermordete? Faraday. Jocko Faraday. Und der zweite? Vor 3 Monaten etwa wurde ein Mann in Manchester ermordet. Was hat man in seiner Tasche gefunden? Ebenso ein Ding. Sein Name war Howard Shackle. Bestand eine Verbindung zwischen den beiden Männern? Nicht die geringste. Trinidad. Nein, Manchester. In Trinidad gilt eine Hühnerklaue mit schwarzem Band darum als Todeswarnung. Das gehört zur Voodoo-Zeremonie. Ungeheuerlich. Voodoo. Tja. Dann ist also in Trinidad die Verbindung zu suchen. Hat sonst noch jemand solch eine Warnung erhalten? Ein Dr. Jonas, Arzt im Kensington Marine Hospital. Ich war gerade unterwegs zu ihm und dachte, ich schau mal bei Ihnen herein. Vielleicht, dass Sie... Wir kommen mit. Ich bin gespannt wie ein Regenschirm, was Dr. Jonas für ein Gesicht macht, wenn ich von Trinidad anfange. Ich war noch niemals in Trinidad. Sie waren noch niemals in Trinidad? Niemals. Er war noch nie in Trinidad. Ich habe es vernommen. Wie kommen Sie gerade auf Trinidad, Inspektor? Ich habe heute Morgen ein wenig meine Fühler ausgestreckt im Hause eines etwas exzentrischen Gentlemen in der Baker Street. Und er wusste zu berichten, dass Hühnerklauen mit einem schwarzen Bändchen eine Verbindung nach Trinidad darstellen. Hochinteressant. Inwiefern? Voodoo. Voodoo? Hier in London halten Sie Voodoo für möglich, Dr. Watson? Ich bin nicht der Gentleman, den der Inspektor meint, aber ich war anwesend, als die besagte Vermutung ausgesprochen wurde. Dr. Jonas, haben Sie jemals einen Mann mit Namen Howard Shackle kennengelernt? Shackle? Nein, nicht, dass ich mich erinnern könnte. Oder Faraday, haben Sie den Namen schon mal gehört? Ich habe ihn heute zum ersten Mal gelesen, als Mr. Pitt mir die Zeitung gezeigt hat. Sind Sie bei irgendeiner Gelegenheit vielleicht mal auf einem Frachtschiff gefahren, auf der Gloria North? Ich arbeite zwar am Marinehospital, davon abgesehen aber habe ich so gut wie keine Erfahrung zur See. Genauer gesagt, ich bin noch niemals auf irgendeinem Frachtschiff gewesen. Hätte ja sein können. Wenn wir mal den Gedanken an Trinidad Voodoo beiseite lassen und ich fürchte, ich glaube nicht an Voodoo, Inspektor. Ich genauso wenig. Dann kann es sich doch im Grunde nur um einen Streich handeln. Um einen üblen zwar, aber das wäre eine weitaus logischere Erklärung als Voodoo. Da stimme ich Ihnen zu. Es tut mir leid, dass wir Ihnen die Zeit gestohlen haben, Doktor. Ganz und gar nicht, Inspektor. Inspektor Lestrade, ich darf empfehlen, dass Sie Dr. Jonas unter Polizeischutz stellen. Sie glauben doch nicht etwa an Voodoo, Mr. Holmes. Im vorliegenden Fall nicht. Warum wollen Sie denn für mich Polizeischutz? Ich glaube Ihnen genauso wenig, Dr. Jonas. Wollen Sie mich einen Lügner nennen, Mr. Holmes? Nein, Dr. Jonas, aber ich nenne Sie einen Narren. Holmes? Also wirklich? Inspektor Lestrade, ich möchte Ihnen dringend raten, umgehend so viele Beamte wie möglich einzusetzen, um Dr. Jonas vor den Anschlägen zu schützen, die gegen ihn unternommen werden könnten. Aber er sagt doch, er war niemals... Ich habe es gehört.
Ich bedauere außerordentlich, Doktor. Ich habe Holmes noch niemals so grob erlebt. Ach, das macht doch nichts weiter. Ich nehme an, Mr. Holmes ist dieser exzentrische Gentleman, von dem vorhin die Rede war. Und das wird schlimmer mit ihm von Tag zu Tag. Also, ich muss gestehen, die ganze Sache ist mir rätselhaft. Warum sollte mich wohl jemand umbringen wollen? Ich bin Arzt. Ich habe noch nie jemandem was Böses getan. Ich halte es ja auch für ausgeschlossen, dass Sie in Gefahr sind. Aber bitte, wenn es zu Ihrer Beruhigung beiträgt, dann werde ich einen Mann für Sie abstellen. Das wäre wirklich völlig überflüssig, lieber Inspektor. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich sage nur Hühnerklauen. Das muss ein Wahnsinniger sein. Und ich sage Trinidad. Trinidad? Warum denn nicht Istanbul? Weil es dort in diesem Falle keine Hühnerklaue gewesen wäre, sondern das Ohr von einem Schwein. Schweineohr? Mhm. Wenn ich Sie wäre, Dr. Watson, dann würde ich Mr. Holmes Erholung verordnen und würde ihn für mindestens eine Woche wegschicken aufs Land. Oder besser noch einen Monat. Und wenn Sie mir einen besonderen Gefallen tun wollen, ein ganzes Jahr. Schweineohr. Holmes, glauben Sie wirklich, dass das hier etwas mit Aberglauben zu tun hat und Trinidad? Nicht unbedingt mit Aberglauben, Watson. Aber bestimmt mit Trinidad, so viel steht fest. Kein Zweifel. Bedauerlicherweise hat Dr. Jonas sich zur Lüge entschlossen. Unter Umständen ein tragischer Entschluss. Dr. Jonas? Ja. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie... Ja, ich bin blind. Und sind Sie angemeldet bei mir? In gewisser Weise schon. Tut mir leid, In Ihrem aber... Buch finden Sie nichts darüber, Doktor. Die Verabredung wurde vor langer Zeit getroffen. Wie darf ich das verstehen? Vor 5 Jahren genau. Vor 5 Jahren? Und wo? An Bord eines Schiffes, Dr. Jonas. The Gloria North. Wer sind Sie? Mein Name würde Ihnen doch nichts sagen. Was wollen Sie? Ich werde Sie umbringen. Sie werden sich bestimmt an Ihre letzte Fahrt auf der Gloria North erinnern. Die Fahrt, die für viele auf diesem Schiff auch die letzte in ihrem Leben war. Es war ja ganz anders. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich sage Ihnen, ich hatte nichts damit zu tun. Ich war Schiffsarzt. Ich habe das ja nicht angeordnet. Und als ich davon erfahren habe, da war es schon zu spät. Sie haben nichts dagegen getan, haben keinen Finger gerührt. Was hätte ich denn unternehmen können? Sie hätten versuchen können, Sie umzustimmen. Sie hätten es melden können. Sie hätten damals eine Menge tun können, Doktor, aber Sie haben es nicht getan. Das ist ja nicht wahr. Ist alles nicht wahr. Hören Sie, glauben Sie mir, ich schwöre Ihnen, dass es nicht so war. Sie müssen... Personalunterlagen Marinehospital. Sie führen etwas im Schilde. Das ist wahr. Vermutlich etwas Ungesetzliches. Habe ich schon jemals etwas Ungesetzliches unternommen? Allerdings. Sie können manchmal doch recht spießig sein, Watson. Ich? Spießig? Jawohl, spießig. Bei welcher Gelegenheit? Zum Beispiel, wenn ich etwas Ungesetzliches tue. Kommen Sie, Doktor. Und dies, lieber Doktor, ist das Archiv unserer Personalabteilung. Hier finden sich die Unterlagen von allen Beschäftigten. Natürlich streng vertraulich. Einsicht darf nur genommen werden, wenn... Was soll das bitte bedeuten? Ja, was... Dieser Papierkorb hier quillt ja fast über. Wie ist Ihr Name? Ich... Lassen wir das. Gehen Sie sofort und leeren Sie ihn. Wir sind hier in einem Krankenhaus und nicht in einer Bakterienkultur. Ja. Und wenn Sie schon einmal draußen sind, bringen Sie einen Eimer Seifenwasser mit. Ich sehe zu meinem Missfallen Tintenflecke auf dem Fußboden. Wie war Ihr Name doch gleich? Aber lassen wir das, sonst merke ich ihn mir noch und Sie sind Ihre Stellung los. Mhm. Worauf warten Sie noch? Ich gehe schon. Tut mir leid, Doktor, aber Sie haben es ja selbst gesehen. Unser Personal ist nicht mehr das, was es vor dem Krieg einmal war. Holmes, ich frage Sie, was um alles in der Welt wird hier gespielt? J, J, J. J? Wieso Buchstabe J? J wie Jonas, genauer gesagt Dr. Jonas. Der Mann interessiert mich und besonders seine Vergangenheit. Holmes, so etwas ist unmoralisch. Seien Sie froh, dass es nicht ungesetzlich ist. Warum interessiert Sie die Personalakte von Dr. Jonas? Wegen Trinidad. Damit sind Sie also wieder in Trinidad?
Nicht wieder, sondern immer noch, mein lieber Watson. Trinidad ist das Verbindungsglied. Das müssen wir nur an der richtigen Stelle einfügen. Aber Johnny sagt, er wäre niemals in Trinidad gewesen. Haben Sie die Tätowierung an seinem Handgelenk gesehen, diese drei oder vier Worte? Nein. Wie lauteten die? Ich weiß nicht, sie waren halb verdeckt von der Manschette. Wie können Sie ihnen dann irgendwelche Bedeutung beimessen? Die Tätowierung als solche deutet darauf hin, dass er gelogen hat hinsichtlich seiner mangelnden Seherfahrung. Wenn Lestrade das gesagt hätte, hätten Sie ihn darüber belehrt, dass das reine Vermutung sei und Spekulation. Wenn Lestrade es gesagt hätte, wäre es auch nur Vermutung und Spekulation. Aber hier ist es ja schon. Er war Schiffsarzt an Bord der Gloria North, und zwar vor 5 Jahren. Dann hat er tatsächlich gelogen. Unterschrieben und beglaubigt vom ersten Offizier des Schiffes, Howard Shackle. Jonas war also mit dem Ermordeten auf demselben Schiff. Kommen Sie, Watson. Wo gehen wir hin? Wir werden uns jetzt noch einmal mit Dr. Jonas unterhalten. Aber ich erkenne keinen Sinn darin. Warum sollte er uns belogen haben? Wenn wir in Erfahrung bringen, warum Dr. Jonas das getan hat, dann wissen wir noch mehr. Dann kennen wir auch das Motiv für die Morde. Bei Dr. Jonas im Marinehospital. Schnell! Holmes, der Mann ist erstochen worden. Genau wie die beiden anderen. Das Opfer Nummer 3. Fehlt noch einer in der Runde. Wie meinen Sie? Vor 2 Tagen ein Vollmatrose, vor 3 Monaten der erste Offizier und heute ein Schiffsarzt. Zumindest einer ist auch noch in Gefahr. Wer? Der Kapitän natürlich, Watson. Der Kapitän. Und wer war das damals? Inzwischen ist er befördert worden. Er ist Verwaltungsdirektor hier im Marinehospital. Also Verwaltungsdirektor Pitt. Ehemals Kapitän Pitt. Auf der Gloria North. Wir können nicht einfach nur so dasitzen und ergeben darauf warten, dass er ihn umbringt. Und das wird er tun. Der Mann ist ein Psychopath. Das trifft es genau. Und Sie können nichts dagegen unternehmen? Wer sagt Ihnen denn, dass ich nichts dagegen unternehmen kann? Tut mir leid, Watson. Sie verschwenden nur Zeit. Ich gehe vor. Watson, ich möchte, dass Sie den Inspektor Lestrade von Scotland Yard mitbringen. Kommen Sie. Bei Verwaltungsdirektor Pitt. Ja? Ach, ich hätte gern Kapitän Pitt gesprochen, wenn das möglich ist. Tut mir leid, er ist nicht da im Moment. Wissen Sie, wann er zurückkommen wird? Das dürfte recht spät werden, fürchte ich. Er muss sich um ein paar dringende Angelegenheiten kümmern. Kannten Sie ihn bereits, als er Kapitän auf der Gloria North war? Ja, wenn ich ihm etwas ausrichten kann. Ich müsste ihn sehr dringend sprechen. Ich glaube kaum, dass Kapitän Pitt etwas dagegen einzuwenden hätte, wenn ich warte. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ah, Sherlock Holmes. Ich habe schon von Ihnen gehört, darf ich bitten? Danke. Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Holmes. Sie sind blind. Ja, ich finde mich hier in seinem Arbeitszimmer und in meinem Zimmer oben ganz gut zurecht. Sogar bemerkenswert gut. Diese Fähigkeit steckt in allen von uns, Mr. Holmes. Die meisten brauchen sie glücklicherweise nicht. Ich wollte gerade einen Sherry trinken. Darf ich Ihnen auch einen anbieten? Ja, gern. Halt, Vorsicht, die Karaffe. Vielen Dank. Sind Sie des Öfteren zu Besuch hier bei Kapitän Pitt? Jedes Mal, wenn ich in London bin, bin ich auch Gast in seinem Hause. Darf ich fragen, was Sie mit dem Kapitän zu besprechen haben? Oder würden Sie damit ein wichtiges Geheimnis von Scotland Yard preisgeben? Bitte, setzen Sie sich. Oh, Sie müssen entschuldigen, ich habe hier den Stuhl weggeschoben. Aber es ist durchaus kein Geheimnis. Ich bin hier, weil ich glaube, dass Kapitän Pitt das nächste Opfer jenes Mörders wird, der zurzeit London terrorisiert. Kapitän Pitt? Ja. Was für eine Verbindung könnte denn bestehen zwischen dem Kapitän und diesem
und diesem Wahnsinnigen. Sie glauben also, dass es sich um einen Wahnsinnigen handelt? Was sollte er für ein Motiv haben? Es könnte zum Beispiel jemand sein, der sich rächen will. Und wofür, Ihrer Ansicht nach? Für etwas, was schon vor Jahren passiert ist, auf der Gloria North. Auf dem Frachter? Drei Männer wurden umgebracht und alle drei gehörten vor 5 Jahren zur Mannschaft der Gloria North. Sehr beachtlich, Mr. Holmes. Wie haben Sie das herausgefunden? Ich habe die Personalunterlagen im Marinehospital eingesehen. Und nun meinen Sie, Kapitän Pitt wird das nächste Opfer? Kapitän Pitt ist von der ehemaligen Besatzung der Einzige, der zurzeit in London lebt. Jetzt verstehe ich. Eine ausgefallene Theorie, Mr. Holmes. Wissen Sie auch, wer der Mörder ist? Kennen Sie ihn? Ja. Sagen Sie es mir. Ich kenne zwar nicht seinen Namen. Ich weiß auch nicht, was er in Trinidad gemacht hat. Aber ich weiß, dass es ein Mann ist, der seine Rache haben will und der auch bereit ist, dafür zu morden. Ich spreche von Selbstjustiz. Eine interessante Personenbeschreibung, Mr. Holmes. Sie sagen, Sie haben keine Ahnung, wie er heißt? Wie ist denn Ihr Name? Sie sind nicht blind. Sie haben die Karaffe verfehlt, als ich Sie beiseite gerückt hatte. Sie sind über den Stuhl gestolpert, den ich weggeschoben habe. Und Sie haben weiter in dieselbe Richtung gesprochen, obwohl ich inzwischen meinen Platz gewechselt hatte. Damit wollten Sie mich auf die Probe stellen? Ja. Und ich habe bestanden? Nein, Sie haben versagt. Warum? Sie haben genau gewusst, dass wir ein tödliches Spiel spielen. Und Sie haben sich ganz darauf konzentriert, es zu gewinnen. Wenn ich wirklich blind wäre, hätte ich mich anders verhalten, hätte Sie gefragt, warum Sie das tun. Mir fallen Stellen, die Karaffe wegrücken, den Stuhl. Ich muss sagen, bewundernswert, mein Kompliment, Mr. Holmes. Sie haben mich zu einem Spiel überlistet, das ich hätte verlieren müssen. Und nicht gewinnen. Sie haben verloren. Und es ist auch kein Spiel. Wo haben Sie die Leiche versteckt? Hier im Schrank? Halt! Kapitän Pitt und seine Besatzung haben damals auf der Gloria North keine Fracht transportiert. Jedenfalls nicht in dem Sinne, wie Sie vielleicht glauben. Sie haben Sklaven hierher geschmuggelt. Eingeborene. Von Trinidad nach England. Meine Frau war eine Eingeborene, Mr. Holmes. Eine wunderschöne Frau. Wir hatten ein Kind. Einen Jungen. Die Leute von der Gloria North haben meine Frau weggeschleppt und den Jungen auch. Dann haben sie ihn ausgesetzt. Ihn irgendwo im Busch zurückgelassen. Und da ist er umgekommen. Später, als das Schiff vor der spanischen Küste war, wurde es von einem Patrouillenboot aufgebracht. Und Kapitän Pitt hat genau das getan, was er in solchen Fällen schon öfter getan hatte. Alle Eingeborenen wurden an Deck gezerrt und über Bord gestoßen, in Ketten gefesselt. Sie kennen nur die Männer, die hier sterben mussten in England. Aber es gibt noch andere, überall auf der Welt. Meine Arbeit ist noch lange nicht zu Ende. Ich muss noch weiter rumreißen. Es gibt für mich noch viel zu tun. Sehen Sie da! Officer! Nehmen Sie diesen Mann fest. Jawohl. Kommen Sie mit, Sir. Baker Street 221B. Guten Morgen, Lestrade. Schon wieder. Es geht schon wieder los. Wo ist Holmes? Nun, er ist nur gerade... Das hält mein Herz nicht durch. Es ist einfach zu viel. Lassen Sie sich bitte nicht so gehen. Was? Das frage ich Sie. Was gibt es? Tut mir leid, Dr. Watson. Ich habe mich hinreißen lassen. Bitte um Entschuldigung. Jetzt setzen Sie sich erst einmal und schütteln Sie mir Ihr Herz aus. Ja. Mit den Hühnerklauen aus Trinidad hat der Spuk angefangen. Und dann, Sie wissen ja, dann hat Holmes mir erzählt, dass Sie in Istanbul ein Schweineohr als Todeswarnung schicken.
Da drin etwa? Ich habe den Korb vorhin auf meinem Schreibtisch vorgefunden. Unser Inspektor Lestrade. Ein prachtvoller Morgen. Haben Sie schon gefrühstückt? Holmes, Sie sollten sich das hier näher betrachten. Das habe ich heute auf meinem Schreibtisch vorgefunden. Interessant. Was hat das zu bedeuten? Soweit ich sehen kann, Trinidad ist es nicht und Istanbul ist es auch nicht. Zwei Krepphühner. Was ist daran unklar, Lestrade? Versuchen wir das Naheliegende. Ein Zettel. Lieber Inspektor Lestrade, meinen herzlichen Glückwunsch zur raschen Aufklärung eines komplizierten Falles. Hochachtungsvoll Sir Robert Peel, Polizeipräsident von London. Was meinen Sie? Ist es noch zu früh für einen kleinen Schluck? Genau die richtige Zeit.